Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme hier bei Minecraft. Ja, wir haben hier Nacht und ja, wir sehen auch ein bisschen weiter. Ich habe ein bisschen die, ja, wie nennt man das denn? Also hier Renderdistanz habe ich ein bisschen höher gestellt, weil mir gefällt es nicht so ganz, wenn unser Blick, unsere Reichweite von unserem Blick so ein Blick eingeschränkt ist. Ich würde gerne mehr sehen. Deshalb muss ich gucken, was für ein Shader ich verwende, wegen das Ganze liegt an dem Shader, die ruckeln und so. Ich habe auch ausprobiert oder geschaut, wie es ohne Shader aussieht und verschiedene Texturenpack ausprobiert. Aber alles hat mir nicht so gefallen. Die Shader haben schon eine ganz andere Klasse, was das Optik, was das Optische hier in Minecraft angeht. Und ja, ich hatte am Anfang auch eine Theorie, dass vielleicht wegen dem Shader, wegen der Reichweite, dass diese ganzen Chunks geladen werden muss. Und dann habe ich das einfach mal so ein bisschen laden lassen, sozusagen. Also ein bisschen Minecraft laufen lassen. Hat alles nicht funktioniert, hat immer noch geruckelt. Und ja, es ruckelt immer noch so leicht, ne? Ist nicht so flüssig. Vielleicht verträgt auch hier mein Laptop diese ganze Performance nicht so ganz. Könnte auch sein. Aber wenn man so ein bisschen weiter sehen kann, sieht es schon richtig gut aus, ne? Als wenn dieser Blick immer so eingeschränkt ist. Ich weiß nicht, ob ich so die Aufnahme, ne, weitermachen soll oder ob ich die Renderdistanz ein bisschen ab, obwohl das geht ein bisschen, ne? Mit ein bisschen mehr. Ja. Ich schau mal, ob das so geht. Ist leider nicht so flüssig. Und ich mach mal kurz was minimieren. So. Er stört schon ein bisschen. Video Settings. Ja. Short. Ich glaube, weiter gehe ich nicht runter. Das muss so jetzt gehen. Wir sind bis auf Tiny gegangen, also Tiny Plus und Tiny, also ne, 2, also weiter gehe ich nicht runter. Und das Gute ist, dass wir auch auf dem Berg bauen. Das heißt, wie, solange man alles auf diesem Berg sieht, ist eigentlich, ne, ist das eigentlich in Ordnung. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass ich vielleicht einen neuen Shader ist. Also ich habe es noch nicht gemacht, ne, weil aus Zeitgründen. Aber ich habe überlegt, ein bisschen mit dem Zeug-Shader zu experimentieren, wegen dazu braucht man eine extra Mod oder ein extra Dingens. Also GLCS oder CSC Dingens, Mod, ich weiß nicht, ob das ein Mod ist oder so. Und damit, das braucht man halt, um Zeug-Shader zu benutzen. Und ja, da muss man ein bisschen mich schlau lesen und experimentieren und so. Und wenn das funktioniert, wenn das ohne Ruckeln und so funktioniert, dann werde ich wahrscheinlich Zeug-Shader benutzen, wenn das hier jetzt Schildus-Shader oder irgendwie so. Schildus-Shader Vibrant, Light, die Light-Version. Und ja. Ich muss, bevor ich hier weiter rede, sollte ich erstmal schauen, was ich machen muss. Ich habe halt gedacht in dieser Aufnahme, dass ich vielleicht so das Optische angehe, also Dorfplattlein, optischer Bau, wie zum Beispiel Blumen etc. Und ich würde dann gerne erstmal mit dem Haus beginnen. Ne? Das heißt, ich muss erstmal die Treppen und so, ist alles richtig platziert, oder? Ja, vielleicht hätte ich das umgekehrt machen sollen, ne? Also hier der Aufstieg, da wo der Abstieg ist und so. Also Aufstieg und Abstieg halt tauschen. Aber naja, das geht ja auch noch. Also da, das hier wäre vielleicht der Wohnzimmer. Keine Ahnung. Hier dann Küche, da oben. Na, das ist noch nicht Schlafzimmer, Badezimmer vielleicht.
Hier Schlafzimmer und dann hier ganz oben. Vielleicht so eine Art, keine Ahnung, was ich damit mache. Eine Abstellkammer, so eine Bücherei oder irgendwie so ein Freizeitraum. Muss ich schauen. Aber ich würde es am liebsten so machen. Und wir haben ja auch Mods dementsprechend, viele Items. Wir haben auch so Tische und so, ne? Die wir bauen können. Also, ja. Es ist in der Zwischenzeit, ne, zwischen der letzten Aufnahme und jetzt viel passiert, über die ich eigentlich reden könnte, wie zum Beispiel die ganzen Aufnahmen, die ich schon geschnitten habe, die reichen bis zum nächstes Jahr. Also wie ich habe hier gerade September und ich habe in einer Woche vielleicht also Folgen geschnitten, die für ein halbes Jahr reichen. Ja. War schon erstaunt, wie viel, wie viel Grinder, Waterfilter, Market. Wir brauchen dafür Smaragd. Apiary. Holz haben wir. Item Frame. Okay. Ja, ich war schon erstaunt, wie viel Items sag ich jetzt, wie viel Aufnahmematerial sich angesammelt hat. Schon beeindruckend, fand ich. Ich bin gerade mit der Aufnahmeschnitt hier kurz vor der Monsterfalle. Ich bin die letzte Folge, die ich halt geschnitten habe, war die Unterführung. Ich fange dann gerade mit dem Dach und so, habe ich auch schon angefangen, glaube ich. Ja, mit dem Dachende, also mit dem Dachende, also das Dach wurde gerade fertig gebaut. Bis zu dieser Folge habe ich halt geschnitten. Und ja, da fehlen noch die Folgen von der Monsterfalle, aber muss mal schauen, wenn ich aber nicht das mache. Ah, hier sind die ganzen Möbel. Birk Desk. Spruce Desk. Birkenholz, was ist das? Nail. Iron Nugget. Aha. Leider weiß ich nicht, wie das Ganze aussieht. Ich würde gerne erstmal mit dem Wohnzimmer anfangen, ne? Also unten. Dazu brauchen wir erstmal einen normalen Wohnzimmertisch. Bedside Table. Berkshire. Wolle. Das in verschiedenen Farben. Brown Dye. Kaffeepulver, okay. Blaue Wolle. Ich würde eher so rot nehmen, ne? Wann kommt die rote Wolle? Grün, rosa, schwarz, grau. Hä? Gibt's keine rote Wolle? Ah, da! Rosen. Von Rosen bekommt man die, okay. So, und einen Tisch bräuchten wir auch. Bench. Lockbench. Das könnten wir draußen platzieren. Boah, ich musste lange meinen Husten unterdrücken. Ja, zum Glück habe ich das irgendwie geschafft. Ja, weiter geht's. Jungle Table, vielleicht benutze ich ja das.
Oder das Schelf, das ist ein Schelf. Was ist das? Meta Bridge. Ender Chair. Ender Table. Ist das Müsse? Akazientins. Spruce Table. Dark Oak Table. Was würde denn gut passen? Barstuhl. Ah, hier, das hier vielleicht, ne? Diese Table-Reihe. Welche Farbe nehme ich denn? Ich würde eher das, ne? Dazu tendieren. Das würde dann gut den Kontrast zu den Wänden stehen. Ein bisschen auch vom Boden abheben. Und ja. Deshalb würde ich mal vielleicht das dann nehmen. Stämme, Holz und so ein Nail. Die Eisen haben wir, glaube ich, ne? Und Dark Oak müssten wir auch haben. So. Wir haben bis jetzt nur, also als ich die Aufnahme geschnitten habe, habe ich gemerkt, dass wir bis jetzt nur dieses Grobe vom Dorf gemacht haben. Also so ein Lagerhaus, eine Monsterfalle, die Farm, das ganze Nötige, das Haus hier, ne? Das einzig Optische wäre vielleicht hier die Statue und das war's. Mehr an Optik haben wir nicht gemacht, vielleicht noch die Laternen da. Apropos Laternen, ich guck mal, ob wir Glowstone da bekommen haben. Okay, Komete jetzt. Warte, wie viel XP haben wir denn? Null. Na, toll. Na, super. Was wollte ich? Dark Oak. Spruce. Und kein Dark Oak. Obsidian. Mit Obsidian wollte ich ein Portal bauen, ne? Ich habe so ein Portal, muss mindestens 5 Blöcke nach oben, also horizontal, und 4 Blöcke vertikal sein, ne? Oder? Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht so genau. 5x4, 20 sind das dann. Braune Wolle, aber Dark Oak Wood haben wir nicht. Ach hier, wir haben es im Inventar. Okay, haben wir Eisen im Inventar? Haben wir nicht. So. Akazienholz pack ich auch mal, weil wir werden jetzt nichts mit der Monsterfalle machen. Eine kleine Abwechslung, ne? So. Die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, erstmal einlagern. Das sind Pflanzen, ne? So, Kaktus. Was brauchen wir nochmal für die Stühle? Wolle, rote Wolle, Blume und da Spruce Share. Soll ich ein Birkenshare? Ja, ich würde eher ein Birkenshare nehmen, ne? Oder ein Jungle Share. Akazien-Chair? Nee. Ich tendiere gerade hierzu. Dschungel-Chair. Ja, ich schau mal, wie das aussieht. Wir brauchen dann auch Dschungelholz. So. Und wo haben wir die Stämme? Cherry, Oak. Ich muss echt besser sortieren. Pine, Spruce. Ich finde hier ja gar nichts. Ja gut, dann Saplings. Jungelholz-Saplings. Oh, mir fällt gerade ein, es ist Nacht und wir haben, glaube ich, die Monster aus. Da wir nur so Kleinigkeiten bauen
ne, und nicht mehr so mit der Monsterfall arbeiten, dann lasse ich das erstmal an. Ich habe es ja nur wegen der Monsterfall ausgemacht, damit da nicht ständig was spawnt und so. Und unsere Arbeit behindert. Maple Dark. Wo ist Dschungel? Oak. Wir haben nur ein Oak Sapling. Pine Sapling. Willow Sapling. Ich finde, so ein Willow Baum ist echt schön, ne? Mit den ganzen Lianen und so. Weil Dschungelholz Sapling haben wir gerade nicht. Können wir was mit Mangroven machen? Ich glaube nicht, weil das ist ja alles Mangroven und so, ist ja von einem anderen Mod. Und hier sind diese Standard-Vanilla-Minecraft-Holz-Dinger. Dschungelholz haben wir leider nicht. Nicht mal ein Sapling haben wir. Oder bin ich gerade blind? Auch Birkenholz. Ja, krass. Ich habe kein Dschungelholz. Ja, dann nehme ich mal Birkenholz. Wir haben hier Birke, da ist Birke. Da wir eine Menge Stühle brauchen. Ich glaube so 2, 3. So, falls Besuch oder so kommt, ne? So, dann Eisen. Komm, ich nehme mal so mit. So, dann erstmal so ein Nugget. 9. Dann so ein Hammer. Oder Nagel. Sieht wie ein Hammer aus. Aber es ist eigentlich ein Nagel, das ist der Kopf vom Nagel. 8.